Hallo, das sind wir wieder bei Dying Light. Zu handeln. Wo stehen wir jetzt? Ja, letztes Mal ist mir sozusagen alles abgekackt und ich wusste nicht warum. Hat sich jetzt gelöst, ich hatte keinen Speicherplatz mehr zur Verfügung. Aber da bin ich wieder und wir waren ja am Handeln letztes Mal. Industrieegel. Können wir angucken. Kampfwaffe um den Effekt Bluten. Ist voll eklig. Auch voll geil. Ich habe keine klassische Waffe mehr. Ich kann mir noch nicht mal einen einfachen Hammer leisten. Oh, ihr macht mich fertig. Was brauche ich denn eigentlich noch, um das, was ich jetzt so habe, werde ich so machen. Ich kann ein Medikit herstellen, das werden wir erstmal lassen. Spieltempo, Nachtschicht, okay. Schlagstock und Schraubenschlüssel, den hätten wir. Seien Sie ehrlich, Sie wollen doch sehen, wie Ihr Gegner die Gegend verfluten, oder? Ja, dann legen Sie diesen Mod genau richtig. Sie hat weniger Ins. Schaden 65, Haltbarkeit 30, Handling 60. Das ist eigentlich voll schlecht. Auf jeden Fall werden wir es dann wohl mal machen, wenn wir zwei Metallteile haben. Ich muss aber im Inventar noch gucken. Das wäre der hier. Der ist eigentlich gedamaged, aber dann bräuchten wir also dreimal Metallteile. Wir haben gar keins mehr. Nö. Wir haben den nochmal repariert. Ja. Müssen wir jetzt halt auskommen. Aber momentan müssen wir ja eh nur zurück. Ach so, nein. Das geht natürlich nicht. So, Stacheldraht ist sehr schlecht für die Hände. Also da nützt dann auch keine Handcreme mehr. Wenn ich schwimmen kann, dann kann ich doch von hier wegschwimmen, theoretisch. Ja, wahrscheinlich ist die Strömung zu stark und das und dieses und jenes. Und eigentlich bin ich ja Freiwillige. Bin ich Freiwillige? Ich arbeite ja nicht bei denen, ne? Ich bin eigentlich freiwillig für die GRU. Nix. Alter Sack. Geh weg. Schnur. Schnur. Zombie. Oh, nein, 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 der hat gerade was Schlimmes in der Hand. Eine Waffe. ja. X. Zu. Wahrscheinlich auch zu. Kann man gar nicht öffnen, okay.
Ja, jetzt warte mal. Ah, jetzt kommt noch einer. Sie können auch nie alleine kommen, ne? Herdentiere. Laufen oder was? Oh, das ist hier immer noch schwer. Oh. Jetzt steht die wieder auf. Und die halbe Waffe kaputt. Oh, ihr seid so scheiße. So. Wo ist jetzt hier meine Ruhe? Ich muss Müll doch. Den habe ich schon. Metallteile. Werden wir uns jetzt aber auch sparen. So, jetzt können wir noch in den Bus und der hat seine Dinge hier verloren. Ist doch auch gut. Batterien. Irgendwann werden wir diese bestimmt für eine Waffe brauchen können. Ist das wirklich ganz leer hier? Ja, das scheint so ziemlich leer zu sein. Was ist hier? Nein, nein, es ist gar nicht so schlecht. Baklava. Kannst du gleich essen? Kaffee. Ne, da ist ja wahrscheinlich eher nichts mehr dabei. Oha. Sehr gut. Hier haben wir noch mal keine Sache zum Essen. Kaffee, also schon wieder 200 irgendwas Dollar. Ja, das muss ich mir ein bisschen angewöhnen. Gucken, ob es hier auch gleich noch was hat. Der Turm. Denkt daran, wenn ihr es nicht rechtzeitig zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgengrauen. Ja, ich gehe gleich zurück. Und sonst erleben wir hier mal wieder eine Nacht. Ich habe alles. Alles. Es hängt im Moment leider ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es tut mir leid. Jetzt die Frage, wie weit das alles noch weg ist. Gucken wir mal schnell. Das haben wir nicht übernommen. Da wäre wieder was. Okay, Leute. Wir sind jetzt ganz stark und wir verbringen die Nacht hier draußen. Also wir laufen jetzt noch nicht so weit, wie wir kommen, aber... Auf der Karte hat man schon gesehen, dass es sehr, 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 sehr weit ist. Das
werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Aber es ist schön, wenn wir unsere Gesundheit noch ein bisschen behalten. Hörst du mich? Ja. Was los? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Um es ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin, und zwar sofort. Ja. Rais hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2. Ich mach so schnell ich kann, ehrlich. Nachtschicht. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Ja. Ich verrate mich? Nee. Ich bereite mich mal still und höre mich auf die Nacht vor. Einen Moment. Okay, bin vorbereitet. Oh, hallo, du. Na, Schnuckelchen. So, dann außen rum. Nein. Mal gucken, ob wir... Ich glaube, wir haben sogar einen falschen Weg genommen. Mal gucken. Nein, Sonne, bleib noch ein bisschen da. Brauch dich doch. Ist doch die beste Freundin. Ah, schön, oh nein. Ganz schön anstrengend hier. Also jetzt haben wir dann wirklich gar nichts mehr in der Nähe. Kein Unterschlupf, kein gar nichts. Und wir sind echt lang gegangen. Ist ja ab und zu mal was trinken. Jetzt oben drüber. Kommen wir unten durch. Ich dachte echt, wenn der so runter kugelt, dann. Nee, die Taschenlampe. Ganz langer Büsse-Tunnel. Das ist echt krass, wenn man die so hinter sich hört. Das schaffen wir nicht. Das wird hier zu Ende sein. Crane, wie weit bist du? Bald da. Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Nein! Push aus! Wieso? Eine unserer Patrouille ist in der Nähe des Markts verschwunden. Mir doch egal. Warum ist das mein Problem? Weil ich ihr sage, versuchen sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Gut, hier spricht Jade. Ja, ihr jetzt. Wisst, wie's läuft. Psst. Ich muss jetzt ein Medikit herstellen. Keine andere Wahl.
Gut. Sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Gute Nacht und viel Glück. Ja, danke. Jetzt frage ich, ob ich da wieder hochkomme. Nein, natürlich nicht. Es wird eine lange Nacht, das ist schon. Ah. Und ich kann mich bei niemand einkuscheln. Hier hoch? Kann ich auch nicht. Oh, ich will ins Bett. Ich hätte einfach den normalen Weg folgen sollen. Ich oh nein, ich muss ja noch Zeug ausprobieren. So, jetzt sind wir ja gleich weit. Es wird dunkler und dunkler. Wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr mir bitte darunter schreiben, ob es was macht, wenn ich die Taschenlampe anhabe in der Nacht. Ob das sogar besser ist oder ob es schlechter ist oder sonst irgendwas. Ich bin mir da nämlich nicht ganz schlüssig, weil eigentlich haben sie ja Angst vor Licht, aber ich glaube vor Taschenlampe bin ich. Ich frage mich, was gerade, ob was gedreht wurde, weil bei der Grafik, mir hat es auch wieder umgeschaltet von Fullscreen zu was anderem. Weil ich habe ein Framerate von 5 Grad. Das ist natürlich total scheiße. Aber ich gucke da dann gleich, wenn die Aufnahmepause ist. Und die nächste Folge wird dann eine schöne Folge im Dunkeln. Wenn ich überhaupt mal dahin kann. Die letzten Lichtstrahlen verlassen mich. Oh, das ist ein Platz hier. Kann ich hier runterfallen? Oder ein Kotzi? Ach, ein Kotzi. Ja, nein. Lass mich doch. Na, Auftrag, dann normal, ey. Ich hab doch alle voll den Schaden, ey. Ihr seid so eklig. Du bist der ekligste von allen, ey. So, jetzt geht's nur noch ein bisschen nackter überleben. Bäh, jetzt hat er mich doch nochmal erwischt. Ja. Warum bin ich denn das jetzt so? Ich habe nur noch 13. Ja, also ich würde dann für jetzt mal diese Folge beenden und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal. Ich muss jetzt natürlich wieder über mein Aufnahmeprogramm machen. Das gerade die Nacht.
gebrochen. So. Das geht auch nicht. Ihr dürft mich noch ein bisschen ertragen. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.